Willkommen zu meinem 100. Video auf JTube. Aber darum soll es gerade gar nicht gehen, denn ihr seid hier für... Bevor die neue Folge Was kostet es losgeht, ist mir etwas aufgefallen. Klarer Kopf, klare Gedanken. Für die Schule lernen, einen Plan machen oder halt ein YouTube-Video. Räumt euer Zimmer auf, denn sauberes Zimmer, saubere Gedanken. No joke jetzt. So Freunde, ich mache das Video jetzt nach euren Wünschen, denn die letzten Autos, die ich gemacht habe, zum Beispiel der teuerste Audi oder der teuerste Mercedes oder der teuerste BMW, war nicht der teuerste, sondern war nur der teuerste auf deren Website. Und bei Porsche ist es dasselbe. 918 Spider. Soweit, so gut. Und jetzt wäre das Video theoretisch auch zu Ende. Denn bei Porsche kann man halt den Spider nicht konfigurieren. Und meine Idee war jetzt immer wieder zu sagen, okay, ich gehe jetzt auf die Seite und gucke trotzdem, was ist denn der teuerste Porsche, den man als Otto-Normalverbraucher denn kaufen kann. Und falls euch das dann interessiert, was der teuerste Porsche auf deren Seite ist, dann schreibt in die Kommentare. Aber falls ihr das Video angeklickt habt, um herauszufinden, was der teuerste Porsche ist, es ist der 918 Spider, der laut Wikipedia zusammen mit dem Weißbach-Paket 839.000 Euro kostet. Aber es haben auch viele Leute nachgefragt, mach doch den teuersten Lamborghini. Aber wenn wir jetzt Lamborghini gehen, da gibt es auch ein Problem, und zwar zum Beispiel der Urus. Der Urus, man kann ihn zwar auswählen und so weiter, aber man kann hier nichts konfigurieren. Nicht so wie bei Porsche, wo man sich den anklicken kann, dann auf den Konfigurator gehen kann hier und dann wählt man hier alles aus. Das gibt es bei Lamborghini anscheinend nicht, weil die zu teuer sind. Aber viele Leute haben auch geschrieben, was ist der teuerste Lamborghini? Und ich habe euch natürlich mal kurz rausgesucht, was er ist. Und zwar der Veneno Roadster. 3,3 Millionen Euro. Fragt mich, ob das Auto eine Einparkhilfe hat, denn das Interessante ist bei Porsche eben nicht. Bei Porsche, damit das jetzt nicht einfach nur eine Minute geht, bei Porsche ist das so, du kannst alles einstellen, aber bis auf eine Rückfahrtkamera zum Beispiel ist da nichts Besonderes drin. Da ist keine Sache, wo du rückwärts irgendwie automatisch einparken kannst oder eine Einparksache. Genau wie der Tesla. Den teuersten Tesla kann ich auch nicht gucken. Also ich kann es natürlich gucken, aber es wäre super langweilig, weil das Konfigurieren einfach nur auswählen ist des Autos. Man holt einfach, um mal kurz auf Kommentare einzugehen und gleichzeitig zu sagen, was der teuerste Porsche ist. Der teuerste Porsche ist der 918 für 839.000 Euro. Man kann natürlich hier auch den teuersten auf der Seite konfigurieren. Ich habe auch geguckt, das ist der 911 GT2 RS. Ich hatte auch geguckt, wie viel der kostet. Der kostet zum Ende hin 340.000 Euro. Falls euch das interessiert hätte, also ich hätte nochmal alles da ausgesucht. Falls ich das trotzdem dann machen soll im nächsten Video, zum Beispiel der teuerste Mini Cooper geht zum Beispiel auch nicht, das kann man auch nichts auswählen, aber der teuerste Opel zum Beispiel, das geht. Soll ich jetzt den teuersten Opel raussuchen, der existiert, oder soll ich auf die Seite gehen und dort den teuersten konfigurieren? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Das muss ich einfach mal loswerden, weil es hagelte Dislikes, weil alle gesagt haben, das ist ja gar nicht der teuerste Mercedes. Es gibt noch einen teureren, da wo nur 5 Stück hergestellt werden. Darum geht's aber gar nicht. Es geht darum, was der teuerste Porsche als Otto-Normalverbraucher. Das nächste Video, was ich machen werde, geht ein bisschen mehr um YouTube. By the way, für die Leute, die es interessiert, mein Führerschein war verdammt teuer. Und wie teuer erfahrt ihr, ich glaube, hier? Vielleicht auch hier? Ich weiß nicht. Ich muss mal sehen, welche Hand ich immer heben muss, um das zu verlinken. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Gib ihn.